Ich bin live! Ja. Geile Action immer wieder, wie schnell das funktioniert mittlerweile mit dem Handy. Hallo Leute, wie gerade eben ziemlich spontan angekündigt, beim Training kam mir die Idee, einen spontanen Livestream zu machen, eine Aktiensprechstunde, und zwar aufgrund des Videos, was gestern hier online gekommen ist, auf dem Kanal mit dem Markus und Patrick zusammen. Zum Thema, zu welchem Thema eigentlich? Wie man sehen kann, Kommunikation bedeutet immer, es gibt einen Sender und es gibt Empfänger. Und nicht immer kommt sozusagen das, was man vermitteln will, so beim Empfänger an, wie man es gern hätte. Und deswegen wollte ich heute mal einen Livestream machen und das ganze Thema mal so ein bisschen aufdröseln und aufklären, weil ich glaube, dass ich das wahrscheinlich so ein bisschen falsch angeteasert habe, auf welche Inhalte jetzt hier sozusagen eingegangen wird. Und auf der anderen Seite, ich aber auch glaube, dass einige Zuschauer vielleicht nicht ganz so differenziert hier das Ganze betrachten, wie es mir auf jeden Fall lieb werde bei diesem spannenden Thema, was ich unbedingt hier mit euch behandeln möchte. Und deswegen, machen wir das Ganze doch jetzt mal. Und ich sehe schon, jetzt sind auch die Ersten hier da dabei. Ich hoffe, du hast Wirecard-Aktien. Nein, Wirecard-Video habe ich, wie gesagt, ja schon abgedreht. Habe ich nicht im Depot. Ah, aus Nürnberg schreibt der Christian Merkel. Alles Grüße zurück nach Nürnberg. Eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland übrigens. Hatte ich sehr coole Erinnerungen damals beim Community-Treffen, als wir uns alle so ziemlich, ich würde mal sagen, so ein bisschen über den Durst getrunken haben. Aber kommen wir jetzt erstmal nicht zu den lustigen Themen, sondern zu den ernsten Themen. Und zwar zu dem Video von gestern. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt hier das Video schon komplett sich angeschaut hat, ich habe es mir jedenfalls natürlich in seiner Gänze, was die Kommentare angeht, angeschaut und möchte jetzt mal so 1, 2, 3, 4, 5 Punkte klären, die ich extrem wichtig finde. Und zwar grundsätzlich, dieser Kanal hier heißt ja nicht Kolja Barkhorn, so wie mein privater Kanal, sondern dieser Kanal hier heißt Aktien mit Kopf. Okay? Und ich habe mir damals, als ich den Kanal gegründet habe, ja auch Gedanken gemacht dabei, warum Aktien mit Kopf und warum jetzt nicht irgendwie Koljas Aktienkanal oder irgendwie sowas. Und der Gedanke war, auch wenn man natürlich bei YouTube nie irgendwie alle Inhalte von Anfang an plant, ist ja vollkommen klar, sondern alles immer eine Entwicklung, ein Prozess ist, hatte ich schon irgendwann so die Eingebung, dass ich auf diesem Kanal so Leute wie eben jetzt zum Beispiel Richie, so Leute wie zum Beispiel auch mal die Beate Sander, so Leute wie zum Beispiel den Jonathan, so Leute wie den Christian Röhl und ja eben auch solche Leute wie Markus und Patrick hier auf diesem Kanal vorstellen möchte, um eben immer zu zeigen, dass ich der Überzeugung bin, dass man niemals nur von einer Persönlichkeit lernen sollte. Ich glaube, das ist eine der schlimmsten Dinge, so dieses Guru-Denken, so ich laufe einer Person hinterher und lerne nur das, was diese Person mir bieten kann. Und jetzt gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Ja? Wenn jemand auf diesem Kanal als Interviewgast bei mir auftaucht und irgendetwas sagt, oder zum Beispiel einen Fonds betreibt oder so, ne? Dann bedeutet das nicht, dass ich, also Kolja Barkhorn, alles, was diese Person sagt oder tut, irgendwie zu 100% unterstütze oder gut finde und so weiter. Okay, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn ihr jetzt mal ein Interview sieht, wie ein Journalist zum Beispiel den CEO von Apple oder so interviewt, ja, oder wie jemand ganz normal für ein Nachrichtenmagazin, wie zum Beispiel den Spiegel oder eine Zeitung, ein Interview mit jemand anderem macht, ja, dann heißt es ja nicht, dass dieser Reporter automatisch das vertritt, was die andere Person sagt, okay? Das heißt, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist eingehend auf viele Kommentare, die zum Beispiel so waren wie, ja, Kolja, früher hast du Videos über ETFs und passives Investieren gemacht und woher kommt jetzt auf einmal dieser Sinneswandel? Oder du hast uns immer gesagt, die Kosten sind extrem wichtig, man muss auf niedrige Kosten und so weiter achten, ne? Und jetzt auf einmal empfiehlst du einen Fonds mit 2% TER und so. Der Punkt ist, nein, tue ich nicht. Ich habe diesen Fonds, den die beiden Jungs betreiben,
nicht selber im Depot und den werde ich mir auch nicht selber kaufen. Habe ich auch nie gesagt. Aber nur weil die diesen Fonds machen, heißt es nicht, und dann ich mit denen ein Interview mache, heißt es nicht, dass ich absoluter Fan jetzt von diesem Fonds bin. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier klären wollte. Man muss so ein bisschen differenzieren können und nicht glauben, dass nur, wenn irgendjemand irgendwas erzählt, ich automatisch allem zustimme. Ich stimme auch nicht allem zu, was Jonathan sagt. Ich stimme auch nicht allem zu, was Beate Sander sagt in den Podcasts und so, ne? Aber trotzdem muss es ja möglich sein, dass andere Leute ihre Meinung hier auch kundtun und dass sie dann halt auch dafür respektiert werden. Damit komme ich jetzt zum nächsten Punkt. Inhaltlich gesehen finde ich es absolut korrekt von euch, das alles zu kritisieren, auch die Inhalte weiterhin zu kritisieren, auch einen Daumen runter zu geben, wenn euch das Video nicht gefällt. Ich bin da der Letzte, der irgendwie zu diesen YouTubern gehört, die dann anfangen rumzuheulen und ihre Community zu beleidigen und zu sagen, ihr seid alle dumm und blöd und so, sondern ich persönlich finde das halt zu zeigen, ob einem was gefällt oder nicht oder Kritik zu äußern, aber man muss halt immer auf der sachlichen, rationalen Ebene bleiben und eben dann auch aushalten können, dass von mir eine Antwort natürlich zurückkommt. Ja, das ist dann der nächste Punkt. Also es gibt, wenn es um Kritikfähigkeit geht, dann geht es nicht nur darum, einfach den YouTuber irgendwas an den Kopf zu werfen und dann zu glauben, der akzeptiert alles, sondern Kritikfähigkeit geht auch wiederum in beide Richtungen, dass man halt eben auch mit der Antwort darauf wieder klarkommt. Und das bedeutet eben, dass Beleidigungen gegenüber meine Interviewgäste, ja, also bei Beleidigungen gegenüber mir, damit entweder lösche ich die, wenn sie mich nerven, oder ich bin gerade lustig drauf, dann gebe ich immer ein Herzchen. Ja, also wenn Leute irgendwie schreiben so, bist ein scheiß Arschloch oder was auch immer, dann gebe ich da manchmal einfach ein Herzchen aus Lust und Laune. Aber Beleidigungen gegenüber meinen Interviewgästen, egal ob es jetzt Beate ist mit Anspielungen auf ihr Alter oder auf ihre Performance oder irgendwas, egal ob es auf Jonathan ist, auf sein Alter oder auf irgendwas anderes, dass er irgendwie mal irgendwie Schnupfen hat und nicht deutlich sprechen konnte, und egal auch, ob es jetzt halt die beiden Jungs Markus und Patrick sind, in Bezug irgendwie auf, ja, was sind denn das für Lausebuben oder Loser oder so weiter. Diese Sachen sind nicht, gehen nicht. Das heißt, Beleidigungen, wenn du jetzt hier, Martin, wenn du gerade fragst, bitte anfangen. Es geht, dieser Livestream ist sozusagen dazu da, um diesen Aspekt zu klären, ja. Beleidigungen werden von mir, wenn sie gegen die Interviewgäste gerichtet sind, ausnahmslos gelöscht. Das sage ich nur aus dem Grund mit dazu, dass es damit danach nicht jemand dann irgendwie schreibt, oh, hier wird Zensur betrieben und so weiter. Nein, Beleidigungen gehen nicht, weil ich finde es einfach extrem respektlos, wenn Leute sich extra die Mühe machen, sich extra selber ein Hotel buchen und einen Flug nach Mallorca buchen, um hierher zu kommen. Dann muss man auch, wenn man inhaltlich nicht mit den einverstanden ist, was auch vollkommen okay ist, dann muss man trotzdem so viel Respekt haben, die nicht zu beleidigen. Und wer halt beleidigt, der fliegt vom Kanal und wird auch nie wieder entblockiert. Ähnlich ist es übrigens auch bei der Facebook-Community. Ja? Da werden auch keine Beleidigungen geduldet. Okay, dann der nächste Punkt. Kommen wir jetzt mal zum Fonds selbst. Ja? Was den Fonds selber angeht, ich finde persönlich die Kosten auch hoch. Und deswegen würde ich persönlich diesen Fonds mir auch nicht zulegen, okay? Das ist vollkommen klar, und ich stehe auch weiterhin genau zu dem, was ich gesagt habe, und das wissen wir alle, dass langfristig gesehen die meisten aktiven Fonds eben ETFs underperformen, ja? Und deswegen habe ich das genau auch im Video am Anfang gesagt, weil das wissen wir mittlerweile alle, das wissen wir mittlerweile alle. Und jetzt ist der folgende Punkt: Wollen wir jetzt auf YouTube immer wieder dieselben Aussagen? Immer, wollen wir immer wieder mit Gerd Kommer sprechen und immer wieder das hören, was Gerd Kommer zu sagen hat? Oder wollen wir eben auch mal andere Leute wie Peter Hasler, wie Beate Sander, wie Patrick und Markus zu Wort kommen lassen und ihre Sicht der Dinge schildern lassen? Ja? Oder soll ich halt zum 100. Mal ein Video über die Effizienzmarkthypothese mit Gerd Kommer drehen? So, ja? Das heißt, der eigentliche Grund, warum ich Markus und Patrick eingeladen habe, das habe ich, muss ich zugeben, falsch kommuniziert, ist nicht, um mit denen ein Interview zu machen zu ihrem Fonds. Und wenn ihr euch auch die Redezeit anschaut in Bezug auf das Video, dann werdet ihr auch sehen, dass es insgesamt auch fast überhaupt nicht um diesen Fonds geht. Wohingegen aber die meisten Kommentare nicht auf die eigentlichen Fragen sozusagen abzielen, sondern natürlich auf dieses Thema, oh, die betreiben einen Fonds und so weiter. Gut, damit ist dieses Thema auch geklärt, für mich abschließend komplett geklärt. Ich werde jetzt dazu gar keine Äußerungen mehr machen. Ich
bin selber nicht überzeugt von aktiven Fonds und habe selber ETFs im Depot. Ja? Aber dennoch, und jetzt kommt's, finde ich, dass es eine coole Idee ist, was die beiden machen. Und vor allem geht es ja uns um Mid-Cap und Small-Cap-Aktien. So, und das ist das, was ich vielleicht falsch kommuniziert habe, denn mit dem Markus vor allem, der der Fondsmanager ist, werden jetzt noch weitere Videos kommen, wo wir Fundamentalanalysen und Aktienanalysen von Small- und Mid-Cap-Unternehmen gemeinsam machen werden. Und das ist ja auch das, was ich ursprünglich bei Instagram angefragt hatte, weil nämlich, da ist ja auch wieder der Punkt, viele Leute haben immer geschrieben bei einzelnen Aktien, Kolja, das ist alles schön und gut, aber warum machst du immer nur Videos mit über Netflix, über Facebook, über die ganzen großen Aktien? Also war meine Idee, okay, warum nicht mal Small und Mid-Caps? So, und dann habe ich das bei Instagram auch angefragt und wirklich hunderte Kommentare bekommen und alle haben gesagt, Small Cap, Mid Cap, ja geil, 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 wir haben übelst Bock auf dieses Thema. Und jetzt haben wir eben genau diese Chance für dieses Thema und das werde ich euch jetzt nämlich erklären, weil am Dienstag kommt zum Beispiel das erste Video mit Markus zusammen und zwar geht es um den Mid Cap Seaconomy, ja, wo er so im Endeffekt das Geschäftsmodell vorstellt, ich stelle ihm kritische Fragen zu Seaconomy und so weiter und das Ganze wollen wir in Zukunft noch ausweiten. Nämlich, ich habe das hier mal kurz aufgerufen, welche Aktien uns da noch so vorschweben in der Analyse. Und zwar haben wir einmal hier Nanogate, Probiodrug, Sixt Leasing, Rocket Internet, K&S und TUI. Das heißt, alles Aktien, die man wahrscheinlich, aber auch eben andere Aktien, wie zum Beispiel Probiodrug oder Nanogate, die halt eben einige Leute noch nicht kennen. Wir haben sogar ein anderes Video auch noch gemacht zu einem richtigen Microcap, ja, einer Marktkapitalisierung von nur 50 bis 60 Millionen Euro. Dieses Video kann ich aber leider nicht hochladen, haben wir jetzt erfahren, da es sozusagen zu grenzwertig ist in Bezug auf den Streubesitz. Und deswegen, damit das Ganze rechtlich nicht irgendwelche Probleme gibt, kann ich dieses Video halt nicht hochladen. Aber ich finde, ihr solltet diesem Ganzen noch eine Chance geben und nicht vorab irgendwie jetzt gleich das von Anfang an verurteilen, weil ich glaube, dass diese Unternehmensanalysen sehr interessant werden und sein können und extrem Mehrwert bieten. Und jetzt kommt's, durch die Connections, die halt eben Markus hat, habe ich wiederum auch die Möglichkeit, zum Beispiel ähnlich wie ich es damals mit Jonathan bei der Data Group gemacht habe, auch mal wirklich zu den Unternehmen hinzufahren, gemeinsam mit denen zu sprechen und so weiter und dadurch natürlich auch die Videos wieder interessanter gestalten zu können, indem man eben halt nicht, so wie es jetzt klassisch immer gemacht wird, sich hinsetzt, nur über irgendein Thema redet, ja, was ja auch Mission Money und so ziemlich gut machen und abdecken, ja, diesen Bereich, sondern tatsächlich auch mal wieder auf Achse geht, Unternehmen besucht, so wie ich es mit Lars in Estland mache und so weiter. Und deswegen ist das sozusagen am Ende hier mein Appell zu sagen, gebt dem Ganzen eine Chance und betrachtet das Ganze differenziert. Ja. Unabhängig jetzt davon, was jemand beruflich mit irgendeinem Fonds macht, kann man trotzdem von dieser Person ja was lernen. Okay? Das ist jedenfalls nur meine Meinung und ich jetzt kurz noch abschließend zu meinem Standpunkt und meinen persönlichen Sachen. Ich finde das überhaupt, wie gesagt, nicht schlimm, wenn hier Dislikes kommen. Ich nehme mich hier nicht bei Aktien mit Kopf bei dem Kanal. Ich bin hier als Teil. Das bedeutet, ich werde auch weiterhin die Videos und die Inhalte hochladen, die ich für richtig finde und die ich cool finde. Und je nachdem, wie die ankommen werden, mache ich mir natürlich meine Gedanken, inwieweit ich trotzdem weitere Inhalte in diesem Bereich hochlade. Also sozusagen, natürlich werde ich nicht in einem Bereich irgendwie, wenn die Videos gar nicht geklickt werden oder nur negativ und alle nur sagen, wir wollen davon nichts mehr, werde ich natürlich dann irgendwann aufhören damit. Aber ich werde jetzt nicht, nur weil ein Video irgendwie schlecht ankam, aufhören, irgendwie für meine Überzeugung einzustehen, weil da habe ich einfach keine Lust drauf. Der Punkt ist einfach der, als YouTuber, man hat halt immer gewisse Risiken, dass wenn man neue Themen oder andere Sachen ausprobiert, dass das mal besser oder schlechter ankommt. Ja? Und jetzt könnte man sozusagen immer das machen, was gut ankommt. Ja? Also ich könnte auch wieder halt
in 7 Schritten zur finanziellen Freiheit oder 10 Schritte, 10 Finanzirrtümer aufgeklärt und dann immer wieder darüber sprechen, dass halt das Sparbuch nicht so gut ist wie ein ETF. Und immer wieder so diese Basic-Inhalte, am besten noch mit meinem Animationsprogramm bei GoAnimate, wo ich weiß, dass auch viele Anfänger richtig drauf abfahren. Dann habe ich wieder extrem viele Klicks bei jedem Video. Alle feiern es und alles toll. So, aber der Punkt ist einfach der, und da habe ich einfach keinen Bock drauf, immer wieder das Gleiche zu machen, okay? Und deswegen gehe ich einfach bewusst dieses Risiko ein, indem ich sage, okay, ab und zu mache ich halt einfach neue Experimente und neue Sachen und dann gucke ich, wie das ankommt. Aber wer einfach keine neue Sachen macht, ja, der bleibt an irgendeinem Punkt halt einfach stehen. Deswegen ist mir das immer wichtiger, als jetzt irgendwie, dass jedes Video sozusagen unbedingt gut ankommen muss, ja? Und da jetzt noch ein letzter Punkt. Ein letzter Punkt, der mir auch persönlich wichtig ist, wenn mir Sachen unterstellt werden, die halt nicht stimmen, wie zum Beispiel in dem Kommentar von dem Martin, der geschrieben hat, niemals ist das ohne Gegenleistung passiert. Also, dass ich sozusagen auf irgendeine Art und Weise eine Gegenleistung bekommen habe, um jetzt dieses Video über Fonds zu machen. So, ne? Alle Inhalte, ihr müsst mal die aktuellen Videobeschreibungen auch angucken von mir, die ich immer wieder adaptiere, je nachdem, wie die Gesetzeslage sich halt ändert. Darf man halt wieder dann 900 Videos wieder sozusagen sich hinsetzen und abändern, ja? Sind mittlerweile in den Videobeschreibungen alles gekennzeichnet, was halt ein Affiliate-Link ist. Wenn ich halt mit der Börse Stuttgart zum Beispiel Videos mache, dann bekomme ich von der Börse Stuttgart ja ein Sponsorship-Honorar. Deswegen ist jedes Börse Stuttgart-Video mittlerweile auch als Produktplatzierung bzw. als Werbung ganz, ganz, ganz zentral immer gekennzeichnet am Anfang des Videos und am Ende des Videos. Und selbst wenn man so mittendrin im Video reingeht, dann sieht man sofort, dass es halt ein Werbevideo ist, weil unten das drunter steht. Ja, also damit bedeutet das nicht, dass das ganze Video Werbung für die Börse gemacht wird, sondern einfach nur, dass ihr wisst, da ist jetzt Geld geflossen. So. Und ihr wisst auch, dass ich bin halt Kapitalist. Ich verdiene gern Geld und das ist das Geilste überhaupt. Und wenn ich Geld damit verdiene, dann freue ich mich extrem. Und wenn damit irgendjemand ein Problem hat, dann kann er sich verpissen. Ja, dann kann er gehen zu den Sozialisten nach Berlin. Ja, die haben ja da gerade Hochkonjunktur. Dann können die da Ringelpiez mit Anfassen spielen. Die können auch gerne meine Videos disliken und können in ihrem miserablen Drecksleben gerne dann den Sozialismus frönen. Aber ich liebe Geld verdienen und ich muss mich nicht ein bisschen schämen, dafür Geld zu verdienen. Und deswegen, genau deswegen, lieber Martin, das ist jetzt an dich gerichtet, kannst du mir auch glauben, wenn ich sage, dass ich jetzt dafür kein Geld bekommen habe, weil wenn ich Geld dafür bekommen hätte, dann hätte ich es mit dir gesagt, ja. In diesem Fall habe ich sogar gesagt, ich will gar kein Geld dafür, weil ich will keine Werbung dafür machen. Ich mache das nicht als Werbung für euch, weil ich eben auch selbst vom Produkt erstens nicht hundertprozentig überzeugt bin und zweitens, weil die auch überhaupt kein Budget haben, was sie mir geben können, ja, weil sie gerade starten und so. Es ist ja nicht so, dass du mit einem Fonds, wo du irgendwie, da denken viele Leute, okay, wenn du jetzt irgendwie 10 Millionen oder so in dem Fonds hast, dann wirst du richtig reich oder so. Jetzt, da dachte ich früher auch immer, ist aber nicht so, ja, weil das meiste von diesen Gebühren, das kriegen nicht diese Fondsmanager, sondern das meiste von diesen Gebühren, von diesen TER, wird ja weitergereicht an zum Beispiel die ganzen Finanzdienstleister, Finanzwebseiten und so, damit die so einen Fonds überhaupt aufnehmen und listen, ja. Also es ist nicht so, dass man sich da eben mal so mit 10 Millionen die Taschen voll macht. Aber egal, selbst wenn es so wäre, ja, also wie gesagt, ich kennzeichne halt die Werbung, wenn es Werbung ist. Und jetzt nochmal zu diesem Thema Energy Drink. Also wenn da irgendwo so ein Energy Drink oder irgendwas steht, ja, hier stehen bei mir die ganze Zeit irgendwelche Sachen rum, ja. Auch das ist in diesem Fall halt keine Werbung, ja, weil ich einfach nur mal das Zeug mit denen getrunken habe, okay? Und da habe ich auch kein Geld jetzt für gekriegt, dafür, dass ich jetzt in diesem Video, guck mal, muss ich jetzt jeden Adidas Pullover, wenn ich jetzt einen Adidas Pullover anhabe, ja, und dann ein Video mache, ja, muss ich dann jetzt auch anfangen, den fucking Adidas Pullover zu kennzeichnen? Also Martin, bitte an dieser Stelle, tu dir von mir aus den Gefallen und deabonniere mich, so wie du es auch gesagt hast, aber bitte zieh den Stock auch gleichzeitig ein bisschen aus dem Arsch, was das angeht, weil ich werde jetzt hier nicht bei jedem kleinen Fuzzi irgendwie anfangen, also nicht jetzt dir, damit meine ich jetzt nicht dich, aber ich werde jetzt nicht bei jedem Fuzzi hier irgendwie anfangen, irgendwie meine Uhr irgendwie abzudecken, damit da nicht mehr Casio draufsteht und irgendwie, also da muss man so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und das ist mein letztes Statement dazu, ja, also einfach mal
Stock aus dem Arsch und dann geht das gar nicht. Ja, genau, einfach nackt moderieren, ja. Und dann kommt wieder Jugendfreiheit, ne? Alle Männer kriegen wieder Minderwertigkeitskomplexe, weil ich halt nackt moderiere und dann haben wir wieder die nächsten Probleme hier am Kanal. Also, ihr wisst, Leute, am Wochenende darf man auch immer ein bisschen Humor machen und damit ist auch die Stimmung wieder bei mir gut und ich wollte das auf jeden Fall mit euch klären. Das lag mir richtig am Herzen, ja, weil Community ganz bei YouTube, ja. So ist das normal und ich finde es auch gut, wenn ihr kritisiert. Das ist absolut fundamentales Recht. Inhaltlich ist Kritik immer willkommen oder auch an und auch formal ist Kritik innerlich willkommen, aber bitte immer halt sachlich bleiben, nicht sinnlos beleidigen. Wenn ihr mich beleidigt, dann macht es richtig kreativ. Denkt euch was richtig Cooles aus, wie ihr mich so richtig dissen könnt. Dann finde ich es auch cool. Ja, so ähnlich wie bei Julians Blog damals mit den Diss-Tracks gegen ihn. Das könnt ihr gerne machen. Also haut mir so einen richtigen Diss-Track rein. Den poste ich dann sogar bei YouTube oder bei Instagram. Wenn ihr euch da richtig kreative Sachen gegen mich ausdenkt, dann bin ich der Letzte, der nicht über mich selbst lachen kann. Ja? Okay, damit habe ich aber das Thema eigentlich in seiner Gänze geklärt, jetzt in 20 Minuten. Take Two hat's erwischt. Rest in Peace, Kolja. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Okay, das war die Brille. Egal, das ist der Vorteil von diesen Billig-Sonnenbrillen, ja. Und ja, auch die Billig-Sonnenbrillen in Mallorca, da machen sich viele immer so Gedanken. Auch die Billig-Sonnenbrillen haben trotzdem einen UV-Schutz hier. Gucken wir uns mal kurz an, was bei Take Two passiert ist. Wenn sie unter 80 sind, kaufe ich nach. Was ist denn da passiert gestern? 82. Naja. Also das ist ja ein normales Tagesgeschäft, ja, dass eine Aktie steigt und dann wieder fällt. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Dann, ja, machen wir noch ein bisschen Aktientalk, würde ich sagen. So 10 Minuten bis 11. Ja, Lucky Boy ist auch am Start. Ich gehe kurz an die frische Luft. Haben wir hier noch Internet draußen? Hi Kolja, gestern hast du ja im Video überlegt, eine Analyse der deutschen Automobilbranche gemacht, wie ein Video mit VW. Ja, genau, ist auf jeden Fall zusammen mit dem Markus auch geplant. Und ihr könnt auch ähnlich, wie ich es jetzt mit Jonathan ja in den Podcasts mache, ja, wo wir ja auch zum Beispiel heute um 13 Uhr mache ich mit Jonathan ein Podcast über BlackRock. Ja? BlackRock ist einer der Aktien, die am häufigsten angefragt wurden. Immer wieder, macht endlich mal BlackRock, 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 BlackCock. Habe ich gerade BlackCock gesagt? Nein, ich meine BlackHawk. Ich habe nicht BlackCock gesagt, ich habe BlackHawk gesagt. BlackHawk Down. Ja, BlackRock kommt demnächst online. Allerdings nicht jetzt am Montag, da kommt erstmal Teil 2 mit Zittelmann. Und genau, wenn ihr aber noch Midcaps und Smallcaps habt, immer her damit, dann kann ich das nämlich auch weiterleiten und überlegen, wie wir das sozusagen auch einbauen können in neue Videos, ja. Genau, ja, Kolja investiert, habe ich ein bisschen vernachlässigt, da bin ich ganz ehrlich, das lag einfach daran, und da bin ich auch ehrlich, es lag einfach daran, dass Red Dead Redemption 2 rauskam. Im Oktober und ja, daran lag es, ja, und die Kolja investiert Videos sind sozusagen pure Freizeitvideos, die ich immer dann gemacht habe, wenn ich extra Zeit habe für irgendwas und dadurch, dass ich sozusagen ab Oktober ja nur noch Red Dead Redemption 2 in der Freizeit gespielt habe, habe ich das echt ein bisschen vernachlässigt. Sorry dafür, es kommen aber definitiv wieder Videos dort, keine Sorge. Denn ich habe in den letzten Monaten weniger investiert als sonst. Und deswegen, warum soll ich jetzt da großartig viele Videos machen, wenn ich gerade nichts so wirklich investiere, ja? Okay. Macht es Sinn, Aktiengewinne mit Verlusten zu realisieren, wenn der Steuerfreibetrag noch nicht komplett ausgeschöpft ist? Sich aber in den kompletten Monaten durch Dividenden aufgebraucht wird. Ui, das ist jetzt eine Frage, die ich, warte mal. Macht es Sinn, die Aktiengewinne, die du gemacht hast, mit Verlusten zu realisieren? Das macht überhaupt keinen Sinn. Du meinst, glaube ich, verrechnen. Aktiengewinne mit Verlusten zu verrechnen, wenn der Steuerfreibetrag. Nee, macht's nicht eigentlich. Weil
es macht ja nur dann Sinn, die Aktien zu verkaufen mit Verlust, wenn du steuerlich gesehen einen Vorteil hättest, weil du eben weniger Steuern dadurch zahlen müsstest. Wenn du aber den Freibetrag sowieso noch nicht ausgeschöpft hast, ja, musst du ja sowieso keine Steuern zahlen. Das heißt, dann würde ich persönlich immer nur eher nachdenken, verkaufe ich jetzt die Aktien, weil ich nicht mehr überzeugt bin von dem Unternehmen? Das ist dann so die eigentliche Frage, die man sich stellen sollte, ja. Und das ist auch eine Frage, die man sich halt auch immer stellen sollte, wenn es um Steuern geht. Also verkaufe ich jetzt nur wegen den Steuern? Dann hängt es natürlich auch vom Betrag ab. Wenn du zum Beispiel halt wirklich 10.000 Euro Kapital, ich habe jetzt im Januar zum Beispiel, ist das Depot, muss ich noch das Update machen, irgendwie 17.000 Euro ins Plus gegangen oder so, ja. Und wenn ich jetzt verkaufen würde, okay, und dann überlege, habe ich eine Verlustposition, und nehmen wir mal an, es wäre jetzt Dezember, und ich habe eine Verlustposition von irgendwie 10.000 Euro, dann würde ich natürlich diese Verlustposition auch verkaufen, um das Ganze zu verrechnen. Und dann kann ich ja immer noch später, ein paar Tage im neuen Jahr irgendwann, diese Aktie, wenn ich trotzdem noch überzeugt bin davon, wieder kaufen, ja. Und habe dann trotzdem halt einfach nicht so viel Steuern zahlen müssen, weil ich den Verlust vollkommen legitim natürlich übrigens, vollkommen legal, ist ja auch vollkommen berechtigt, weil wer die Risiken eingeht bei Aktien sowieso allgemein, der sollte auch Möglichkeit haben, das zu verrechnen. Aber sozusagen, wenn der Freibetrag noch gar nicht ausgeschöpft ist, dann zahlst du ja sowieso keine Steuern. Ja, CD Projekt Red ist auf jeden Fall spannend, vor allem bei den neuen Spielen, die jetzt ja demnächst geplant sind und so, habe ich sowieso auf dem Schirm und wird auf jeden Fall kommen. LOOL. Funds geht mal gar nicht. Black Clock. Genau, ich habe Black Clock gesagt. Wo findet man die Podcasts? aktienmitkopf.de/blog. Und auf dem Blog einfach auf Podcasts klicken. Du kannst aber auch bei Spotify oder iTunes einfach Aktien mit Kopf eingehen. Ja, cool. Ich freue mich auf der Invest, dich auch kennenzulernen. Pennystock-Experten. Ja, Pennystocks werden wir nicht machen. Ja, mit Beate geht es auf jeden Fall noch weiter. Ich will halt auch immer nicht so übertreiben, weil es gibt natürlich auch Leute, die mittlerweile gesagt haben, ja, die Beate ist ganz cool, aber wir wollen auch mal wieder andere Gäste haben und so. Und das ist vollkommen klar. Und deswegen werde ich nicht irgendwie Podcasts nur noch mit einer Person machen, immer so fünf hintereinander, sondern immer gut durchmischt haben, ne? Und es war ganz lustig. Ich weiß noch früher, da habe ich immer echt ewig lang überlegt, wen ich jetzt mal wieder als Gast haben könnte. Und jetzt habe ich immer irgendwie so 2-3 Podcast-Episoden schon in Reserve, weil einfach so viele neue Gespräche und so weiter sich ergeben. Ja. Bitte kein Zittelmann. Ja doch, also Zittelmann ist definitiv der Ehrengast auch im Podcast. Und Leute wie Zittelmann gibt es extrem selten in Deutschland. Also Leute wie er, die halt öffentlich für die kapitalistische Überzeugung eintreten und auch mit der Rufschädigung, die das bedeuten kann, in vielerlei Hinsicht. Und deswegen werden solche Leute von mir immer unterstützt, um den Dreckssozialismus sozusagen zu bekämpfen. Ja, aber es gibt, wusstet ihr, dass so viele reiche Leute, ja, einfach mal so richtig wie so richtige Schleimer so den ganzen Verbänden und Parteien sowie der Linken und so Spenden geben, in der Hoffnung, dass sie selber halt ungeschorener dadurch so davonkommen, so eine Art Anbiederung, ja. Das finde ich einfach nur lächerlich und peinlich, ja. Nee, zu der von Florian Homm angesprochenen Clinovel Pharmaceuticals habe ich keine Meinung. Ich habe mich nur ganz kurz mal wegen irgendeinem Beitrag, den einer hatte, geschrieben hat, da mal informiert, wo es irgendwie darum ging, dass irgendwie sehr viel von einem Medikament abhängig ist. Aber für mich ist halt Pharma-Bereich eher so nicht so unbedingt jetzt so the place to be, ja. Yeah? Genau. Gaming-Kanal gibt's schon von mir. Kolja zockt heißt der.
Habe ich aber jetzt auch in der letzten Zeit nicht so viel hochgeladen. Ich mache da ab und zu Schach-Livestreams, aber noch ist Schach so bei vielen Leuten nicht so wirklich. Noch ist Schach noch nicht so wirklich das Spiel, glaube ich, was viele Leute spielen wollen. Auch wenn es einfach das beste Spiel der Welt ist. Das, manche Leute kapieren es früher, manche Leute kapieren es erst später. Ich kann es euch kurz erklären, warum das der Punkt ist. Erstens ist es ein Spiel, wo du dein ganzes Leben lang dich verbessern kannst und trotzdem nie der Beste wirst. Du kannst also dein Leben lang lernen. Der zweite Punkt ist der, es ist ein Spiel, was hundertprozentig mit Können zu tun hat und nicht mit Glück. Und ich liebe alles, wo es nur um Skill geht und nicht um Glück. Und drittens, es macht einfach extrem viel Spaß. Ja. Okay. Kolja, eine Aktie mit Verlust aus steuerlichen Gründen zu verkaufen und wieder zu kaufen, macht keinen Sinn. Warum nicht? Ist doch ein ganz probates Mittel eigentlich. Bleibt der Stream online? Definitiv, alle Streams bleiben an. Ja, P2P-Update kommt demnächst. Es kommt sowieso P2P-mäßig einiges noch dieses Jahr, denn im Juni wird ja die P2P-Conference stattfinden in Riga. Und ja, das wird, glaube ich, ziemlich cool. Da haben nämlich, also eigentlich war die Idee so, dass Lars und ich gesagt haben, es wäre doch cool, mal so ein Community-Event zu machen dort in Riga, sodass auch die Leute sich selbst ein Bild machen können von den Firmen dort und so. Sind das alles nur Briefkasten oder ist es auch ein seriöses Business? Und wie die Typen da halt so drauf sind alle, meinten die gleich so, geil, Community-Event, na gut, machen wir mal so eine P2P-Conference. Und jetzt haben die halt, was soll ich sagen, jetzt haben die halt so ein bisschen organisiert und so ein bisschen Action gemacht. Und jetzt wird es im Juni definitiv diese P2P-Conference geben. Und dazu lade ich natürlich jetzt schon mal jeden herzlich ein, hinzukommen. Das wird auf jeden Fall geil. Unabhängig jetzt davon, ob man jetzt P2P investiert oder nicht, es kommen auch andere Startup-Firmen aus dem Baltikum. Also da ist zum Beispiel ein Taxify dabei. Das ist ja, Taxify ist ja sozusagen die estnische Version von Uber. Und da kommen, zum Beispiel habe ich gestern noch im Gespräch gesagt, die müssen unbedingt Leap-In mit einladen. Leap-In ist so ein Service, die zum Beispiel für euch, wenn ihr in Estland eine Firma gründen wollt, die gesamte Verwaltung von Konten und so weiter, alles übernehmen, Bankkontoeinrichtungen und so weiter. Also die, habe ich gesagt, sollen kommen, damit die mal zeigen, wie geil das eigentlich dort alles abläuft, wie einfach es dort auch abläuft. Und deswegen, ja, das wird auf jeden Fall cool. Was sagst du zu Artikel 13? Du wirst wahrscheinlich deinen YouTube-Kanal löschen müssen. Wie kann dich da erreichen über Steam mit Dark? Nein, also lieber Chris, ich sehe das alles total entspannt. Mittlerweile bei der DSGVO, ja, da war es ja auch so, alle am Anfang richtig so, oh mein Gott, alles wird sich verändern und so weiter, und dann, das war auch nervig, ganz ehrlich, wir mussten auch die ganzen Datenschutzbestimmungen und so viel Schrott anpassen, mussten natürlich auch wieder Geld ausgeben, damit wir irgendeinen Service haben, der sagt, eure Seite ist sozusagen konform und so weiter, ne? Aber ich glaube auch, dass dieser Artikel 13 Schrott nicht dazu führen wird, dass kleinere YouTuber ihren Kanal löschen müssen und so weiter. Sollte das passieren, dann wird es halt weitergehen mit Podcasts und anderen Sachen. Aber glaub mir mal, das wird so nicht kommen. Und ich werde auch meinen Kanal nicht löschen, definitiv nicht. Das Einzige, was halt passieren könnte, ist, dass die dann meinen Kanal löschen. Ja, das würde passieren. Aber ich würde, wenn die EU mir sagen würde, lösche jetzt deinen Kanal, würde ich, genau. Was hältst du von Go and Grow als Target? Finde ich sehr gut, habe ich auch selber im Depot. Es gibt von mir auch zwei Videos zu Go and Grow. Nur wichtig bei diesem Thema Tagesgeldalternative, bitte immer dieses Wort Alternative richtig auch verstehen. Das ist eine andere Möglichkeit, aber es ist kein korrekter Risikovergleich, ja, weil das, was du bei Go and Grow machst, natürlich viel risikoreicher ist. Da gibt es keine Einlagensicherung und so weiter, und dein Geld wird halt einfach mal in Kredite investiert, okay, und Kredite können halt eben ausfallen, und deswegen kannst du Go and Grow zwar, was die Liquidität angeht, vergleichen mit einem Tagesgeld, weil du kannst es direkt abbuchen wieder, aber es ist halt eben nicht auf derselben Sicherheit
wie irgendwie jetzt bei Zinspilot, wo ich ja neulich viel Werbung gemacht habe, wo du halt eine gesetzliche Einlagensicherung bei jeder Bank und bei jedem Konto, egal wo in Europa hast, das hast du dort nicht. Aber ansonsten finde ich es halt cool, als risikoreiche Alternative auf jeden Fall gut, ja. Canopy Growth und andere Aktien, also ich will jetzt nicht immer so kurz irgendwie so meine aktuelle Meinung sagen bei Aktien, weil es ist halt immer so, okay, kann ich jetzt einfach kurz so den Geschäftsbericht anlesen und dann einfach irgendwas erzählen, ja. Der Punkt ist einfach der, zu Canopy und auch zu den anderen Cannabis-Stocks wird es schon sehr bald ein Update-Video geben. Ich habe ja, ich glaube vor einem Jahr ungefähr oder vielleicht sogar vor länger, habe ich ja ein etwas längeres Video zu einigen Tabakaktien beziehungsweise Cannabis-Aktien gemacht. Und jetzt ist es mal wieder ein neues zu machen. Und gerade bei der Aktie, die du erwähnt hast, gerade Canopy Growth, lohnt es sich auf jeden Fall aktuell mal ein bisschen zu analysieren. Ja. Okay. Alles klar. Dann, du kommst doch amerikanische Gäste vor die Kamera, Milliardäre. Ja, muss man halt überlegen, halt immer, wie man an die rankommt. Ich habe immer wieder schon Leute angeschrieben, wie ein David Einhorn oder so, aber ist halt sehr schwierig, ne? Die denken sich halt, Alter, was will da so ein Fitness-Kasper, ja? Okay. Hoffentlich spreche ich es richtig aus. Zu Xiaomi. Xiaomi ist richtig ausgesprochen. Ich glaube ja. Kommt auch ein Podcast mit Jonathan. Ist auch in Vorbereitung. Wird auch definitiv kommen. Aber jetzt, ja, muss ich ein bisschen was essen, weil ich war schon trainieren, Leute. Und ich habe richtig Hunger. Und danach muss ich den BlackRock Podcast für euch aufnehmen. Also, sorry, dass es jetzt nicht so viel um Aktien ging und hauptsächlich um die Klärung des Themas. Ich ändere den Titel gleich nochmal um. Mir ist nicht eingefallen, wie ich es nennen soll. Aber ich wollte diesen Punkt unbedingt klären hier an diesem Wochenende, bevor es nämlich am Dienstag dann zum Seaconomy-Video kommt. Das finde ich nämlich richtig spannend schon und richtig interessant, weil es ist halt so ein richtiges Contrarian-Investment von Markus. Weil Seaconomy wurde ja richtig abgeschlachtet letztes Jahr an der Börse. Und er sagt aber, entgegen vieler anderen Analysten und Fondsmanagern halt so, nein, ich glaube an das Unternehmen. Und jetzt wird er uns natürlich versuchen zu erklären, warum er das so sieht. Und ich habe da so, ja, schon so einige ziemlich kritische Fragen zu Seaconomy gestellt, weil ich da nämlich auch nicht so ganz überzeugt bin von. Also von wegen so, ja, ich suche mir halt ein geiles Produkt beim Mediamarkt raus und dann kaufe ich es danach bei Amazon und so weiter. Und da bin ich mal gespannt, was ihr sagt am Dienstag zu diesem Video. Okay, schönes Wochenende. Gott, wie geht's denn hier aus? Ich kann gar nicht mehr ausmachen. Wollt ihr noch ein bisschen das Meer sehen? Ich drehe für euch die Kamera. Könnt ihr doch mal Magaluf in seiner ganzen Pracht. Seaconomy schreibt man C-E und dann wie Economy, also C-E-C-O-N-O-M-Y. Da hinten müsst ihr gucken im Sommer, ne, da hinten unten, bei dem Alex Club, seht ihr, da hinten ist so ein, unten ist so das Alex, ne? Und wenn ihr genau guckt, ne, da kann man dann immer die Stripperin sehen nachts. Da kann man so auf dem Balkon hier immer so. Ich chill dann hier immer so auf dem Balkon mit einem Bier, ne? Und dann so, oh, Hallöchen. Und als mein Sohn die so gesehen hat, meinte er so, Papa, da steht so eine Frau, die ist ganz nackt und die wackelt immer mit dem Popo. Richtig lustig. Okay, Leute, also. Mann, wie kann ich denn jetzt hier? Schön die Casio im Buhr. Die Casio-Uhr im Bild. Oh, oh. Jetzt gibt's gleich wieder Ärger von Martin. Wie kann ich